Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Kena Bridge of Spirits. Und ich hab die richtige Reihenfolge herausgefunden. Und zwar... müssen wir warten, bis wir Pfeile aufgeladen haben. Ist das hier, das hier. Eins, dann einmal hinter uns. Zwei. Drei. Und die Nummer 4. Und ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Ganz genau, weiß ich nicht. Hat irgendwas mit den Kerzen, die da stehen, auf sich. Ich habe keine Ahnung. Bin viel zu dumm dafür. Das war der dritte Schrein, den wir haben. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Rizu. Gut, und dann der letzte Schrein. Ne, gar nicht wahr. Das ist der große. Wir müssen das hier, da müssen wir irgendwo hin. Aber ich weiß nicht, wie. Weil da ja Giftwasser ist, ne? Das habe ich nicht geguckt. Sind wir hier lang? Ja, wir sind hier richtig, auf jeden Fall. Vielleicht können wir uns da irgendwie hochschießen. Das sieht mir nach was aus. Oh, vielleicht können wir hier mit hoch. Ja, oh. Blume? Da drüben. Das ist zu weit weg. Was sollen wir denn hier? Jetzt da stehe ich. Ach, da. Natürlich. Ich hätte es auch anders sein können. Man muss ja auch mal ab und zu mal umdrehen. Gut, einmal rumklettern. Wer das hier wohl alles gebaut hat? Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich neugierig. Was hat es damit auf sich? Na, kletter mal höher. Ach, hier ist so eine Fundsache wieder. Okay. Können wir ja irgendwo hier mal abgeben, ne? Post, genau, Geisterpost war das. Wir müssen nur wieder zurück. Habt ihr nicht gesehen? Mensch. So. Ich möchte nicht runterfallen. Ich weiß nämlich nicht mehr den Weg dahin zurück. So. Sehr gut. Und nun können wir rüber. Und ich denke mal, dann können wir auch dahin, ne, wo wir hin, was wir von Weitem schon gesehen haben. Das haben wir ja, das genau, das war da das, was wir von unten abgeschossen haben. Ess doch ruhig satt. Sehr schöne Spielereien und die Welt ist halt wirklich super, ne? Bevor ich das abschieße, warte ich, bis ich hier drauf stehe. Richtige Entscheidung. Was für eine Kletterei. Oh, ich habe ein bisschen Bammel, habe ich schon. Ein bisschen Bammel habe ich schon.
Bevor ich dahin gehe. Was bist du denn, Alter? Uff! Au! Ach, das gehört hier schon dazu zum Kampf. Komm, geh mal drauf jetzt. Was seid ihr für welche? Ach so, die. So, jetzt komm mal her, du. Muss das so eklig sein hier? Dieses Spiel, ne? So, klettern wir mal da hoch. Und dann lassen die einen Entwickler auch noch hier hochklettern. So, ich bleib mal hier. Hör weg da! Ich hab doch gedrückt, Alter! Ey, das ist halt auch nicht wahr, ne? Was soll ich dazu denn noch sagen? Gott, sind die Viecher lästig. Gott, wie lange brauchst du denn, um deinen Pfeil aufzuladen? Ist klar, ne? Die müssen schnell entsorgt werden. Fliegt halt zur Seite. Was ist denn das für ein Rückstoß? Wo? Von wo? Oben. Ja, dazu kann ich nichts mehr sagen, ne? Heftig. Was sagst du denn dazu? From up here, it's easy to imagine them watching over the land. Was hast du gesehen? So, haben wir hier irgendwas Besonderes? Ja, was ist das hier? Weil ich würde gerne ungern runterspringen. Wenn ihr versteht. Ich weiß nicht, ob man hier sterben kann dabei. Oh, noch mehr? Ja, guten Hunger. Nicht? Dann nicht. Dann lass es bleiben. Wir haben jetzt nur noch diesen einen Schrein. Hehehehe
Muss ich mich jetzt extra die ganze Zeit rüberziehen? Autsch. Weil könnte man vielleicht da irgendwie hoch dabei sich da hochcheaten. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe da noch eine Pflanze gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie uns hier helfen wird. Gut, hier runter will ich nicht. So viel habe ich verstanden. Gut. Die stelle ich mal gerne auf. Gehörst du irgendwo hin? Ich sehe keinen Ort, wo du hin könntest. Nee. Hier vielleicht. Aber ist zu weit weg. Ich probiere es einfach mal aus. Was soll schon passieren? So, nimm mal mit. Ist ganz schön weit. Ich glaube nicht, dass das richtige, dass das richtig so ist. Das glaube ich nicht. Na doch, vielleicht müssen wir 3 Statuen davon suchen. So, jetzt müssen wir aber erstmal noch zum letzten Schrein. Na, wenn die schon auf dem Weg liegt. Hoffentlich kriege ich eine coole Belohnung dafür. Wobei, erstmal die letzte finden. Erstmal die letzte finden. Und da ist sie auch schon, da hinten. Seht ihr die? Ihr seht die. Okay. So, einmal anheben bitte. Und mitkommen. Also war es doch richtig, die so weit tragen zu lassen. So, da bitte hin. Mal gucken, ob es was gibt. Ich mag es übrigens, wie das Widerfahren damit wabert. Yeah! Ein Rothut kriegt man dafür. Das freut mich sehr. Gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir nochmal zum letzten Schrein. Na, das bleibt ja natürlich nicht aus. So. Der Weg ist natürlich ein bisschen immer weit. Ob wir da jetzt irgendwie was machen können. Wir müssen immer noch das Unheil wegmachen, ne? Ja, ja, das Unheil hier. Sonst können wir da nicht schwimmen. Und da ist auf jeden Fall irgendwas drauf. Kommen wir da irgendwie hoch? Hm. Also hier ist noch nicht Giftwasser. Ich laufe einfach ein bisschen rum hier. Wir hoffen, dass das was bringt. Ja, das sieht nach was aus hier. Ja, ja. Oh
Oh Gott, diese Viecher da oben. Oh, Rudi. Wo ist der? Gott, diese fliegenden Dinger. Ja, genau. Du, Alter. Ich hab eine Idee. Aber nicht so. Bam! Komm, du machst es nicht mehr lange. Sehr gut. Gut, gib mir Leben her. Irgendwo scheint hier noch was zu sein. Ich mag die Musik übrigens, ne? Ja, genau. Spawn kann ich... Halt. Nein. Ja, komm runter. Das ist sehr gut für uns. Weil ich an ihm vorbeilaufen möchte. Um mich den anderen erstmal hier zu... um die anderen zu erledigen. Weil die nerven mich schon mehr. Gut, hier ist nämlich auch nochmal nämlich Leben. Ja, so langsam komme ich rein ins Spiel. Achso, erstmal natürlich. So, damit können wir jetzt da zum Schrein, oder? Oder war das das Schrein? Das war das Schrein. Dennoch finde ich es sehr interessant, was hier noch eben war. Da, genau, da gehen wir doch mal gleich gucken, nachdem wir mit dem alten Mann hier gequatscht haben. Alten Mann, sage ich. Tut mir leid, alter Mann. Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. Mhm. Das Wasser ist ja heilig. Das erfreut mich. Aber was hat es hier mit auf sich? Da, hier drüben. Ja, wo soll ich das wissen? Ist halt voll Zelda, ne? War da noch einer? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ach, genau, das war da. Okay, man bekommt dafür hier so ein. Okay. Das ist doch mal eine Belohnung. Ja, sehr gut. Dann drehen wir uns doch mal daran. Und machen uns auf den Weg zum Ort, wo wir jetzt nun hin können. Du wirst doch auch ein bisschen schneller schwimmen. Ich weiß nicht. So ein klein wenig. Wäre lieb. Also teleportieren können wir uns ja nicht da nach oben. Die Brücke finde ich sehr hübsch. Weiß auch nicht, ich weiß nicht warum. Ich finde sie einfach so toll. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh. Ist okay. Ja. Hm.
Okay. Ich würde gerne anvisiert bleiben. Ah, ich habe ja keinen Sportdingshammer mehr. Sehr gut. Ich habe keine Heilung. Ich darf mich nicht umdrehen, okay. Sehr gut. Bam. Yes! First try, Alter. First try. Hast du das gesehen? So muss das sein. Dürfen wir dich nochmal frei machen, ja. So, das würde ich gerne noch mit diesem Part erledigen. At the Guardian Tree, asking it to protect the ones we love. Taro left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Many of the offerings here were placed by the first village leaders. Skilled hunters who use spirit energy to create powerful weapons. I'm sure the Guardian Tree won't mind if we use them to help Taro. Entdecktes Relikt Speiseopfer. Taros Reue, beseitige die Verderbnis in der Laternenhöhle. Wo ist denn die Laternenhöhle? Taros Reue, da. Das ist ganz schön weiter Weg. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Wir haben heute sehr viel erreicht. Ich habe nicht gedacht, dass wir alle Schreine hier in einem Part abhandeln und sogar noch ein Bossfürst frei, ne? Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.